Ja, hallo ihr Lieben, heute geht es mal um diesen YouTube-Kanal, denn da wird sich einiges verändern und was, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen, hallo bei vier Reifen, ein Klo. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Das hört sich ja noch witzig an. Ja, es geht darum, um diesen Kanal. Dieser Kanal wird anders werden. Es wird, ich sag mal, back to the roots werden. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Mache ich jetzt wieder. Ich hatte ja letztes Jahr angefangen, diesen Vlog-Kanal mit einzubauen, weil wir ins Wohnmobil gezogen sind, habe ich gesagt, da kommen die Sachen dann mit rein. Obwohl ich vorher auch schon gesagt habe, ich mache einen zweiten Kanal auf. Vielleicht können sich einige daran erinnern. Da hatten sich auch schon einige eingetragen, das war total cool. Und dann habe ich es auch abgeblasen. Der Hintergrund war einfach, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die aus dem Marketing kommen, die sich auch mit YouTube auskennen und ähnliches. Und die haben dann gesagt, ey Bianca, nee, lass das. Du hast so viele Follower, du hast eine gute Reichweite, der Name ist publik, der Name steht nicht nur fürs Kochen, der steht für Camping allgemein. Weil vier Reifen ein Klo ist eigentlich ein Campingblock. Das hat nichts mit Kochen zu tun. Ich werde immer wieder gefragt, was hat ein Klo mit Kochen zu tun? Und dann kommen die bösen Kommentare. Das hat nichts damit zu tun. Mir hat mal einer gesagt, was oben rein muss, kommt unten raus. Also ist das Klo doch irgendwie involviert. Aber vier Reifen und ein Klo hat nichts mit Kochen zu tun. Da bin ich so reingerutscht. Ich wollte einen Campingblock machen. Nur einen popeligen Campingblock. Und dann bin ich reingerutscht in die Rezepte und ja, vier Reifen, ein Klo ist allerdings echt ein Name mittlerweile für Campingrezepte, für Omnia-Rezepte, für einen Camping-Food-Blog. Und das habe ich jetzt gerade jetzt zu Weihnachten gemacht. Ich hatte die ganze Zeit Bauchschmerzen dabei. Ja, mir war nicht wohl dabei, das so zu vermischen. Und ich habe es auch gesehen, die Follower sind flöten gegangen, die Videos wurden gar nicht so geguckt und ähnliches. So klar, ihr wart auf einem Kanal, wo ihr eigentlich mit Rezepte gerechnet habt. Und plötzlich kommt da so eine Trulla, die erzählt euch ein von irgendwelchen Inseln und sind ins Wohnmobil gezogen und bla 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 bla. Ja, das ist halt, passt halt nicht. Ich habe es dann jetzt zu Weihnachten ganz gründlich gemerkt, fand ich. Als ich wieder so viele Anfragen bekommen habe, boah, du machst das so toll und der Omnia, ich habe ihn zu Weihnachten bekommen, deinen Kanal zu gucken, das macht so viel Spaß, mach bloß weiter so. Und ich so weitermachen. Ja, das war dann auch die Frage aller Fragen. Jetzt aktuell habe ich den Petromax vorgestellt. Und dieses Video kam bei euch echt gut an. Aber das passt auch wieder zum Thema. Das war vier Reifen ein Klo. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, es gibt einen zweiten Kanal. Der Vlog wird getrennt. Also ich werde die Vlog-Videos jetzt nicht rausnehmen, weil dann klaut uns YouTube nämlich die Einnahmen. Und dann müssen wir einiges zurückzahlen, da habe ich keinen Bock drauf, sondern wir werden einen zweiten Kanal machen und den komplett neu starten. Das wird dann die Bartos sein. Abgeleitet von unserem Nachnamen. Ja, Bartolitsch, Bartos. Okay. Als ich den Namen so im Raum geschmissen habe bei unseren Leuten, da kam auch sofort ein großes Lachen und sagten, ja, das ist ein guter Name, das ist toll. Ich möchte das eigentlich abgrenzen. Und abgesehen davon, Entschuldigung, abgesehen davon werden wir uns ja auch über kurz oder lang ein anderes Wohnmobil kaufen. Und ich weiß nicht, ob das weiterhin vier Reifen hat. Vielleicht hat es ja auch sechs Reifen, als sie einen Zwillingsreifen hat. Und dann passt der Name wieder nicht. Da bin ich immer sehr pingelig. Und deswegen fand ich die Bartos ganz gut. Weil da kann ich über Gott und die Welt reden. Da macht das überhaupt nichts. Und vier Reifen, ein Klo, da wird gekocht. Da wird weitergemacht, so wie es ist. Und wie gesagt, der Name ist einfach publik geworden. Den haben wir als Marke angemeldet aus dem Grund, weil der ist bekannt über Deutschlands Grenzen hinaus. Ich habe damals das Thermometer, ne, Omnia-Thermometer spaltet ja die Omnia-Gemeinschaft. Die Sache ist auf meinem Scheiß Mist gewachsen, Entschuldigung, auf meinem Kackhaufen Mist ist das gewachsen. Das ist sogar in Norwegen angekommen. Ich habe das in der norwegischen Facebook-Gruppe gesehen. Leute, ich bin ihnen rübergefallen. Sorry. Bin ihnen rübergefallen. Und das hat mich aber auch gleichzeitig so stolz gemacht. Und auch unsere Rezeptanfragen. Bitte übersetze. Ja, ich bin dabei. Blog wird übersetzt. Also, weil die Leute einfach wirklich, vier Reifen, ein Klo ist über deutsche Grenzen hinaus bekannt. Fürs Kochen. Ja, auch wenn da so ein verdammtes Klo drin ist. Aber der Name ist publik. Und das werde ich nicht aufgeben. Und ich werde den Namen behalten für den Camping Food Vlog. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier wird es jetzt nur noch Campingfood, Essen, Frank, Essen, Bauch, geben. Und das andere werden die Bartos sein.
Einfach nur Privatzeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch zu uns rüberkommt. Bleibt aber auch hier, denn essen müssen wir alle. Ja, wenn ihr Camper seid, müsst ihr doch essen. Also gibt es hier weitere Ideen. Aber die Leute, die einfach nur auf dem Flock aus sind, die können einfach rüberkommen. Meldet euch hier ab. Die Leute, die nur essen wollen und gar keinen Bock auf den Flock haben, die sind dann hier aufgehoben. Und darum geht es mir jetzt. Wir machen einen klaren Cut. Vier Reifen, ein Klo, wird gefuttert und bei den Bartos wird gereist. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir werden zwar bei Null anfangen bei den Bartos. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Aber das ist mir egal. Das ist ein Hobby, das ist ein Spaßmacher und ich hoffe, dass dann auch die Zugriffszahlen steigen und es dadurch auch mehr Spaß macht. Und das ist ein Antrieb. Ja, für jeden Creator, der Videos macht, der möchte auch einen kleinen Antrieb haben und sagen, oh, das macht Spaß, die Leute gucken das einfach. Und dann daran sieht man das, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, deswegen ändere ich jetzt meinen Weg nochmal. Fühlt sich gut an. Richtig. Emotional. Ach, warum bin ich so eine emotionale Troller? So, jetzt geht wieder. Ja, also ich glaube, das ist ein richtiger Weg, wie gesagt. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Dass viele mir immer Mut zugesprochen haben. Das war echt klasse. Denn auf YouTube erlebt man auch jede Menge Mist. Aber da mache ich mein eigenes Video drüber. Bei den Bartos. Nicht hier. Hier wird gegessen. Ab jetzt wird hier nur noch gegessen. Und Sachen vorgestellt. Wenn ich neue Kochutensilien habe. Ja, wir haben ja den Kadak Safari Chief 30 Kompakt. Das ist so ein kleiner mit einer Kartusche. Den testen wir ja auch schon lange. Ich teste ja immer alles ganz lange, damit ich weiß, ey, ist denn diese verdammte Platte in Ordnung? Wie lange hält die und so ein Kram? Ne? Das wollt ihr doch alles wissen. So. Ja, ich habe ja diese Stoneline-Pfanne, die wollt ihr auch nochmal wissen. Kann ich dann jetzt auch ohne schlechtes Gewissen, weißt du? Das ist ja auch so, das andere ist Reisen, das andere ist Kochen. Und jetzt beim Kochen kann ich den ganzen Quatsch einfach so vorstellen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Jetzt rede ich schon wieder so schnell. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass es eigentlich gar nicht passt. Nee, es passt. Weil ihr sucht unterwegs auch immer, mit was kann ich grillen, mit was kann ich kochen, mit was kann ich umrühren, womit kann ich die Sahne schlagen und so weiter. Suche ich auch, ich bin auch Camper. Und das, was ich finde, das stelle ich euch vor. Ja. Und dann auch so ein Quatsch wie das Piepei. Stelle ich euch auch vor. Also, hier geht es um Essen. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt doch mal in den Kommentar rein, wie ihr die Idee findet. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bei den Bartos sehen. Denn da wird es anders. Aber hier wird es lecker. So, ihr Lieben, ich höre jetzt mal auf, weil ich muss das Video wieder übersetzen. Und diese Datei, die ich da erstmal bereinigen muss, die ist halt immer ganz groß, umso länger ich rede. Deswegen werdet ihr bei mir auch wenig Videos finden, die länger als 10 Minuten gehen, weil ich muss das alles immer ordentlich machen. So, ihr Lieben, das war's. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Food-Video. Tschüss!